Sifu, Butter bei die Fische. Ist die erste Kollision schon die Berührung? Oder ist die Berührung die Kollision? Oder gibt es einen Unterschied? Wow. Normalerweise würde ich von Berührungen gar nicht so gerne reden. Ich rede gerne nur von Kollision, weil die Berührung ist ja genau das, was in die falsche Richtung geführt hat. Viele Menschen, die reden ja von der Berührung und wir berühren uns und dann geben wir so und so nach oder lassen uns dahin drücken. So einfach ist das ja nicht, ja? Du drückst dich ja entweder selber irgendwo ab, das heißt, du brauchst eine gute, kräftige Grundausstattung und eine gute Körperspannung, um dich von einer großen Kraft, die dir vielleicht überlegen scheint, abzudrücken. Und jede Berührung entsteht nach einer Kollision. Zuerst kam immer die Kollision. Danach kann man das gerne, was dann entsteht in dir, ob das dann dein Abdrücken ist, dein nur Abwehren war, deine Abwehr war, um wieder einen Konterangriff zu starten. Wenn man das dann Berührung nimmt, nennt diesen ersten Kontakt wegen mir, aber ich würde das Wort Berührung gar nicht nennen. Das ist einfach ein falscher Begriff in der Kampfkunst.